Ich spiele im Moment sehr viel Call of Duty Modern Warfare, also das aktuellen Ableger. Und muss sagen, nach den letzten Teilen hat mich der Teil wieder sehr, ja, in seinen Bann gezogen, könnte man sagen. Ich spiele sehr gerne, es macht sehr viel Spaß. Es hat nur ein paar Probleme und eines der größten Probleme sind wohl die Spawnpunkte. Und da dachte ich mir, ich nehme heute mal das Beispiel, um euch ein bisschen zu erklären, was denn so das Problem ist. Und wir nehmen das Beispiel Shipment, nachdem da gerade aktuell wieder so eine 24/7 Shoothouse und Shipment Playlist gibt. Und Shipment halt riesige Probleme hat mit den Spawnpunkten, die generell das Problem, das Spiel an sich hat, also es passiert auch auf anderen Maps, allerdings auf Shipment kommt das halt sehr zum Vorschein und entsprechend wollte ich da mit euch mal drüber reden. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen ranten will über das Spiel bzw. über die Map Shipment an sich und wie da so die Spawnpunkte funktionieren, das Spiel an sich macht mir natürlich Spaß, auch wenn es natürlich ein paar Probleme gibt, muss man sagen. Also unter anderem diverse Camper oder auch ja quasi Maps, die mir persönlich nicht so gut gefallen und eben auch diese Spawnkiller. Viele Dinge sind natürlich darauf zurückzuführen, wie sich die anderen Spieler verhalten und entsprechend Camper. Dafür kann das Spiel jetzt relativ wenig, dafür, das sind eher die Spieler natürlich, aber trotzdem ist es so ein Punkt. Und gerade bei den Spawnpunkten gibt es halt ein Riesenthema. Jeder, der von euch COD das aktuelle Modern Warfare eben schon gespielt hat oder spielt, der weiß wahrscheinlich, von was ich rede, dass du halt oftmals an den falschen Stellen spawnst. Das heißt, du spawnst direkt vor den Gegnern oder Gegner spawnen vor dir oder solche Dinge. Und das kommt natürlich vor allem auf Shipment, auf der kleinsten Map, die es für Call of Duty gibt, auf jeden Fall zum Tragen. Also jeder von euch, der Shipment nicht kennt, es ist eher so eine kleine, ganz kleine Map, sondern mit ein paar Containern. Die Map ist im Endeffekt so klein, dass du im Endeffekt keine, also nicht länger als 20 Sekunden oder so lebst und dann bist du wieder tot. Und es ist halt sehr viel auf schnelles Gameplay, auf sehr actionreiches Gameplay ausgelegt, im Vergleich eben zu anderen Maps, die ein bisschen langsamer sind. Und es ist so eine Hassliebe einfach, die ich mit Shipment persönlich habe. Und wahrscheinlich geht es vielen von euch da draußen auch so, weil im Endeffekt ist diese Map und das Spiel darauf komplett bescheuert, weil es gibt keine taktische Komponente, gar nichts. Es ist im Endeffekt nur viel mit Glück verbunden und mit Reaktionszeit verbunden und hat jetzt relativ wenig Sinn im Großen und Ganzen, macht aber trotzdem irgendwie Spaß. Ich kann nicht ganz erklären, warum es Spaß macht, aber es gibt halt so Runden, wo es halt dann doch ziemlich abgeht und einfach ja Spaß macht, aber gleichzeitig auch sehr frustrierend ist, weil halt das Spiel sehr Probleme mit Spawnpunkten hat. Also das grundlegende Prinzip des Spawns in Call of Duty ist so, dass das Spiel euch versucht, immer quasi auf die Gegenseite auf der anderen Seite vom Gegner zu spawnen. Also sprich, wenn du eine große Map hast und der Gegner gerade auf dem linken Teil der Map ist, dann versucht er sich am rechten Teil der Map zu spawnen, sozusagen. Das funktioniert leider nicht immer ganz, weil wenn halt rechts auch ein Gegner ist und links halt drei Gegner sind, dann spawnt dich das Spiel halt, weil es denkt, okay, die meisten Gegner sind auf der linken Seite, auf der rechten Seite der Map und dann hast du halt das Problem, dass halt dieser eine Gegner vielleicht genauso dort liegt, wo du gerade spawnst und dich direkt spawnkillt. Das kommt auf den größeren Maps jetzt eher weniger zum Tragen, das ist jetzt nicht dort ganz so tragisch, ist aber grundsätzlich ein Hauptproblem von COD, dass hier das Spiel nicht ganz weiß, wie es dich spawnen soll. Also es gibt ein paar Spawnpunkte auf jeder Map und die sind teilweise echt bescheuert gelöst, beziehungsweise das Spawnen vor Gegnern ist halt oftmals ein Thema. Und gerade auf Shipment ist es halt ein Riesenproblem, weil die Map so klein ist. Das heißt, du hast grundsätzlich immer einen Gegner vor dir. Und es gibt so Runden, da bist du derjenige, der die Leute die ganze Zeit spawnkillt, gar nicht beabsichtigt jetzt direkt, aber du hast halt dieses Thema, du laufst halt und siehst einen Gegner und schießt drauf. Ob der jetzt gespawnt ist vor dir oder nicht, ist dir in dem Fall egal. Vor allem, wenn du nicht auf ihn schießt, dann bringt er dich um oder jemand anders und somit musst du halt schnell reagieren und tötest halt alles, was du finden kannst auf der Map. Und oftmals ist es aber auch so, dass du halt derjenige bist, der viel gespawnt gekillt wird. Also mir passiert das in jeder Runde mehrmals hintereinander dann teilweise auch, dass du wirklich vorm Gegner spawnst, dann nochmal vorm Gegner spawnst und nochmal vorm Gegner spawnst und halt jedes Mal spawn gekillt wirst. Oder es gibt so Momente, wo du halt einen Molotov-Cocktail wirfst oder sowas in die Richtung oder eine Granate und in deiner eigenen Granate wieder spawnst was und dich damit selbst tötest. Oder es ist halt das Thema, und ich spiele sehr viel Hardcore, da ist das ein großes Problem, du machst Teamkills. Also auf der Map Teamkills, keine Teamkills zu machen, ist echt eine Herausforderung, vor allem wenn halt Teammitglieder vor dir spawnen auch. Du schießt auf den Gegner und während du schießt, spawnt vor dir ein eigener und du tötest ihn. Und das ist halt wirklich dämlich. Und vor allem, wenn du halt mehr als drei Kills machst, stirbst du dann selbst, sobald du einen Kill machst wieder. Das heißt entsprechend, ja, das passiert oft genug, dass du dich einfach selbst umbringst, weil du auf den Gegner schießt und vor dir dein eigener, dein Verbündeter spawnt und du dann quasi ja deswegen drauf gehst. Wie gesagt, es ist so eine Hassliebe mit der Map, weil es irgendwie auch Spaß macht. Du hast halt wirklich deine Runden, wo du halt sehr viele Kills machst. Also es gibt genug Videos auf YouTube, glaube ich, wo die Leute, weiß ich nicht, unendlich viele Kills machen auf dieser Map. Und du hast halt einfach das Thema, dass das auch Spaß macht. Und wenn du halt derjenige bist, der Kills macht, dann ist es auch ziemlich geil. Aber wenn du halt derjenige bist, der ständig spawn gekillt wird und der dann am Schluss eine KD von 0,2 oder sowas in die Richtung hat, dann ist das halt schon sehr mühsam und dann ist es auch, dann fehlt auch so ein bisschen der Spaß dran. Natürlich wechselt sich das ab, da brauchen wir nicht drüber reden, du hast halt einmal das Team ist besser, einmal ist das Team besser und das ist natürlich immer so ein Wechsel zwischen den,
Teams einfach auch, beziehungsweise ob es eben gut läuft oder schlecht läuft. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach eins der Hauptprobleme, die COD hat, eben die Spawns. Und von irgendwelchen Campern auf der Map, weil traurigerweise gibt es sogar auf dieser Map Camper, die irgendwo in den Containern stehen, hinter einem Fass und auf dich zielen und warten darauf, dass du quasi da vor ihnen spawnst oder vor ihnen laufst und so. Also Camper sind für mich sowieso ein Volk, das ich nicht verstehe, ein Spielertyp, den ich nicht verstehen kann und den ich abgrundtief hasse, muss ich ehrlich sagen, weil es echt mühsam ist, mit solchen Leuten zu spielen, wenn die dich ständig niedercampen. Vor allem auf Hardcore, wo du halt auch relativ wenig Chancen hast, wenn der schon mit quasi mit der Waffe im Anschlag dasteht und auf dich wartet, dann hast du halt relativ wenig Chancen, den dann irgendwie abzuschießen. Und entsprechend ist das halt so eine Sache, die nervt, vor allem auch auf dieser kleinen Map auch, wenn du halt eben keine Chance hast, da auch teilweise gegen Spawnkill da anzugehen, weil du spawnst halt in dem Container vor dem Gegner und der tötet dich instant und du hast halt gar keine Chance, dich zu wehren, das geht gar nicht. Und das ist halt, da würde ich mir wünschen, wenn hier Infinity Ward irgendwie eine Lösung findet, wo diese Spawns einfach ein bisschen besser funktionieren. Wie gesagt, ist ein Problem, das halt auch auf anderen Maps zu tragen kommt, dort halt nicht so extrem, weil dort die Maps einfach größer sind. Generell ist Shipment halt einfach ein chaotischer Platz, also das ist wirklich eine Map und die gab es auch schon in früheren Teilen schon, ich weiß, und auch da war es ja schon pures Chaos einfach, weil du halt auch genauso mit deinen Abschussserien im Endeffekt, ja, die einfach die komplette Map zerstören. Du killst dich meistens selbst, du killst Teammitglieder, weil es einfach anders geht in Wirklichkeit. Und es ist einfach eine Katastrophe und viele Abschussserien machen auch keinen Sinn, wenn eine Drohne brauchst du auf der Map in Wirklichkeit nicht, weil hinter jeder Ecke ein Gegner lauert und dich tötet oder du ihn tötest. Und es ist halt, taktisch ist da gar nichts und komplettes Chaos. Wie gesagt, jeder, der von euch das wahrscheinlich schon mal gespielt hat, auch vielleicht in früheren Call of Duty Teilen, der weiß, wie chaotisch es auf Shipment zugeht. Wie gesagt, ist für meine Seite eine Hassliebe. Ich würde mir persönlich trotzdem wünschen, dass sich die Entwickler hier nochmal vielleicht die ganzen Spawns, die Spawns annehmen, die Spawn-Mechanik dahinter ausbessern, weil die ist wirklich katastrophal und kommt eben auch auf anderen Maps zu tragen. Und klar gibt es auch noch kleine andere Maps, die das Problem teilweise auch haben. So auf Rust und Shoothouse passiert es mir auch hin und wieder. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Maps ein bisschen größer sind, ist es dort nicht ganz so tragisch und entsprechend macht es dann auch ein bisschen mehr Spaß, auf solchen Maps zu spielen. Wie gesagt, Shipment macht zwischendurch Bock, aber wenn du halt zu oft in dem Team bist, das quasi ständig umgebracht wird, das halt ständig verliert, dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß und du verlierst halt relativ schnell Lust auch dran an der Map und an dem Spiel. Aber wenn du halt derjenige bist, der die Kills machst, dann ist es auch sehr spaßig und auch sehr motivierend und wie gesagt, sehr actionreich und sehr schnell alles. Und es ist halt zwischendurch als Abwechslung auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache. Aktuell ist es halt mit diesem 24/7 Shoothouse und Shipment ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, weil einfach das zu oft auch dann kommt, wenn du das ausgewählt hast, weil es einfach zu viele Spieler scheinbar spielen. Und es zeigt ja auch, dass die Spieler gerne diese Maps spielen und gerne dieses chaotische, schnelle Gameplay haben wollen. Wie schaut das Ganze bei euch aus? Spielt ihr aktuell das aktuelle Modern Warfare jetzt nicht, also wirklich im Multiplayer, nicht nur Warzone, das ja kostenlos ist, sondern wirklich im Multiplayer? Spielt ihr auch Shipment? Was haltet ihr von diesen Maps? Findet ihr das auch irgendwie so ganz cool teilweise, aber eben auch nicht immer, beziehungsweise ist das auch vielleicht so eine Hassliebe bei euch, wie es bei mir der Fall ist und ihr habt einfach eure Runden, die einfach geil ablaufen und eure Runden, die halt nicht so gut ablaufen, gerne ab damit in die Kommentare eure Meinung dazu und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann, ciao!